Jo, Freunde, was geht? Es ist Wochenende und damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Hier seht ihr erstmal die drei glücklichen Gewinner von gestern. Die haben jetzt jeweils 1000 V-Bucks gewonnen. Also Glückwunsch an euch und danke auch nochmal an Monster Energy, dass sie das Ganze hier immer sponsoren. Wie gesagt, nochmal Big Shoutout an Monster. Ist ein richtig geiler Partner, also Kuss. Und ja, wie jeden Tag schauen wir uns auch heute wieder gemeinsam den neuen Fortnite-Shop an. Also let's go. Es soll nämlich heute etwas Neues geben. Und zwar, da sehen wir es direkt, haben wir einen neuen Skin und der heißt Joy. Da steht integriertes Rollschuh-Emote. Okay. Ich glaube, dieser Skin ist eigentlich ein Community-Konzept. Wir können es mal ganz kurz hier nachschauen. Und zwar Joy, sie ist auf Freiheit aus und bereit, ihre Gegner zu überrollen. Genau, hier. Inspiriert von einem Community-Konzept von Daja oder Daja Cat, ist es auf jeden Fall ein neuer Skin, den es heute zum ersten Mal zu kaufen gibt. Und er schaut so aus und hat sogar so Rollschuhe. Zum Outfit gehört der integrierte Rollschuh-Emote. Wait, what? Oh, es ist sogar ein Fortbewegungs-Emote. Lol, das ist cool. Das ist, glaube ich, der erste Skin, der einen integrierten Fortbewegungs-Emote hat, oder? Ich glaube, das gab es bisher noch gar nicht. Das ist erstmalig so. Wenn man das hier holt, dann hat man auch noch einen Banner dazu. Ein Ladebildschirm, sorry. Ich glaube, das ist die seltene Hautkrankheit, oder? Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, dass man so weiße Stellen bekommt. Also ja, finde ich cool, dass sie dazu mal einen neuen Skin machen. Dazu gibt es auch noch eine neue Lackierung, die Regenbogen-Kaugummi-Lackierung. Okay. Ja, schaut jetzt nicht schlecht aus, aber ist jetzt auf jeden Fall nicht mein Favorite. Dann haben wir wieder dieses Guild-Guy-Paket. Dieser Skin ist so weird. Obwohl ich letztens ein Video gesehen habe, dass der Skin einen riesigen Nachteil hat beim Aimen, dass dann der Kopf sehr, sehr krass im Weg ist, würde ich wahrscheinlich dann eher nicht so empfehlen, obwohl das Aussehen schon sehr, sehr cool ist. Dazu gibt es dann auch den Ruby-Skin noch heute im Shop drin, mit natürlich auch der Hacke und dem Gleiter. Sehr, sehr geiles Paket, kann ich empfehlen. Dann haben wir von gestern noch die neue FNCS-Frau und die Musik habe ich ja schon gezeigt. Dann der Fokus-Skin für 1-2, der oder die stachelige Streiterin für 800 V-Bucks. Dann haben wir Licht an für 200 V-Bucks. Haben wir auch gestern drin gehabt, oder? Hä, das haben wir alles gestern drin gehabt. Verwirrt, glaube ich, aber nicht. Komisch. Licht an und Bärenumarmung hatten wir auf jeden Fall drin. Verwirrt für 500 V-Bucks ist auch wieder da. Und dann noch das riesige Popcorn für 200 V-Bucks, okay. Dann haben wir die gesamten, oha, als ob alle Superhelden-Skins wieder da sind. Die sind alle wieder back. Es gibt insgesamt 8 Stück. 4 weibliche und 4 männliche. Und ihr wisst ja, man kann die so komplett custom anpassen, wie man möchte. Und ja, ich habe ja davon nur einen geholt. Ist uns auch viel zu teuer. Die Backpacks und Banner und so weiter sind natürlich alle auch immer noch wieder da. Auch als gesamtes Paket für 1,4. Dann haben wir die gesamten Marvel-Skins, sind immer noch drin, die kamen ja gestern wieder rein und sind anscheinend heute alle wieder drin. Mal kurz gucken, ja, sieht so aus, warte, hier geht's noch rechts weiter, ne, okay. Heftig, alle wieder drin, J Balvin, Master Chief, Rick and Morty und hier die ganzen Sachen, Alter, es ist so viel, sind auch noch alle da, also ja, ein heftiger Shop heute, auf jeden Fall ein Top von mir, so viele Sachen, wie hier wieder drin sind und dazu auch noch ein neuer Skin, also ja, auf jeden Fall ein Top. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und dort hören wir uns nachher auf Twitch. Ich freue mich auf euch, ich werde heute wieder streamen, also schaut gerne nachher vorbei und dann bis später, Leute, tschüss!